60 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit auch so beschlossen. Damit kämen wir, wie bei der Tagesordnung festgelegt, jetzt zur Behandlung des Tagesordnungspunkt 21, Barrierefreiheit im ÖPNV-Teilhabe von Menschen mit Behinderung ermöglichen. Einreicher ist hier die CDU-Fraktion. Wer möchte es uns einbringen? Frau Wendt, bitte schön. Kann ich so jetzt, ja. Nee, also es reicht noch zum Drübergucken. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte und Stadträtinnen, heute steht ein Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung, und zwar ein Antrag aus unserer Fraktion, der aus meiner Sicht ein ganz wichtiger ist, was hinsichtlich der Barrierefreiheit unserer Mitbewohner und unserer Mitmenschen betrifft. Wir hatten, Sie können sich erinnern, im letzten Stadtrat, in der letzten Legislaturperiode, einen Antrag barrierefreie Haltestellen. So, und dort hat der Beirat für Menschen mit Behinderung eine Ergänzung angeregt, die leider irgendwie verloren und vergessen worden ist, zu beachten. Und zwar hat der Beirat für Menschen mit Behinderung festgestellt, dass vor allem in den Randregionen von Dresden Busse fahren, die eben nicht mit Niederflurtechnik ausgestattet sind, sondern mal ganz platt gesagt mit Treppen, wo man eigentlich so in Meter Höhe überwinden muss. So, und jetzt, wenn man das mal zu Ende spielt, das Ganze zu Ende denkt, dann haben wir irgendwann in Dresden noch in den Randregionen barrierefreie Haltestellen. Dann haben wir aber Menschen mit dem Rollstuhl oder einen älteren Menschen oder selbst einer, der nach einem Skiunfall sich ein Bein gebrochen hat, der kommt aber in den Bussen hier rein, weil da einfach Treppen sind. In der Innenstadt funktioniert das ausgesprochen gut. Der DVB hat das gut im Griff. In den Randregionen passiert es eben immer wieder, dass wir solche Busse mit Hochflurtechnik haben. Und deshalb haben wir als Fraktion diese Ergänzung aus dem Behindertenbeirat in der letzten Legislaturperiode aufgegriffen und hier einen eigenen Antrag geschmiedet. Das hat auch folgende Vorteile, nicht nur, wenn wir Niederflurtechnik einsetzen, dass alle Menschen, selbst die Mutti mit dem Kinderwagen, ganz gut reinkommen, sondern das schafft auch Planungssicherheit für die Menschen oder für die Unternehmer, die quasi diesen Transport anbieten, sich auf Ausschreibung bewerben. Die Menschen oder die Einrichtungen, die sich darauf bewerben, wissen dann, dass wir als Stadtrat darauf achten, dass Niederflurtechnik auch in den Rändern eingesetzt wird. Und das ist ein Kundtun eigentlich des Stadtrates, wenn wir das heute so beschließen, dass wir uns für alle Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen. Und ich möchte noch mal auch darauf hinweisen, dass der Antrag relativ gut überall durchgelaufen ist, breite Zustimmung hatte und im Behindertenbeirat noch mal Ergänzungen aufgenommen worden sind, die vom Stadtentwicklung Bau von dem Gremium auch noch mit eingenommen wurden. Und ja, jetzt haben Sie so einen veränderten Antrag, und ich bitte um breite Zustimmung. So, ich habe, ich sag mal, nur anderthalb Wortmeldungen, deswegen würde ich jetzt nicht in die Fraktionsrunde eintreten, sondern direkt Frau Abbe aufrufen. Bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste. Frau Wendt, ich kenne Sie als engagierte Mitstreiterin im Beirat für Menschen mit Behinderung. Und weil Sie sich dort sehr für die Belange behinderter Menschen einsetzen, haben wir, in Vertretung für die Linke bin ich dort, auch diesem Antrag zugestimmt. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein. In den nächsten Jahren wird nicht ausgeschrieben. Also es wird nicht neu ausgeschrieben, dass Busse mit Niederflurtechnik als Bedingung gestellt werden können. Die DVB selber hat sich das Ziel gestellt, nach und nach ihre Busse mit Niederflurtechnik auszustatten.
Deswegen finde ich es auch besonders wichtig, dass sozusagen Ergänzungen von dem Seniorenbeirat und auch von dem Beirat für Menschen mit Behinderung stattgefunden haben. Nämlich das, was wir jetzt schon ändern könnten insgesamt, wäre eine Anzeige an den Haltestellen oder an den Fahrplänen, ob jetzt Busse kommen, die einen Einstieg ermöglichen mit einem Rollstuhl, mit einem Fahrrad, mit einem Kinderwagen oder eben nicht. Und dann kann man sich darauf einstellen. Das ist wichtig, dass diese Ergänzung aufgenommen wird, denn das ist was Tagesaktuelles, was relativ schnell umgesetzt werden kann. Frau Wendt hat angesprochen, die Sonderprogramm Barrierebushaltestellen. Da wäre unsere dringlichste Aufgabe, das auch weiterhin finanziell auszustatten. 1,5 Millionen Euro haben wir diesem Sonderprogramm zur Verfügung gestellt und es kam am 6.12.2019 eine erste Beschlusskontrolle. Es sind auch zwei zusätzliche Stellen im Straßen- und Tiefbauamt dafür eingestellt worden. Und das, was uns im Stadtrat, und das ist auch so ein Punkt von Bürgerfreundlichkeit, auch immer so aufgeregt hat, dass viele Maßnahmen immer nur ganz gründlich gingen, also immer nur, wenn alles umgebaut würde. Und dort hat man aufgenommen, dass man vereinfachte provisorische Maßnahmen machen will, um die Situation schneller etwas zu verbessern. Noch nicht optimal, aber deutlich besser für Bürgerinnen und Bürger, die Schwierigkeiten haben, die Busse, Straßenbahnen zu besteigen. Zum Beispiel soll am Ullusdorfer Platz, an der Pfeiferhansstraße und der Maxim-Gorki-Straße jeweils eine Haltestelle mit einem Provisorium sozusagen versehen werden, wenn das jetzt möglich ist. Dazu müssen wir das Geld auch im nächsten Haushalt zur Verfügung stellen. Und wenn wir heute diesem Antrag zustimmen, so stimmen wir dem ja zu, weil uns die Belange von Menschen mit Behinderung, die Belange von Müttern mit Kinderwagen und eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt wichtig sind, auch der Ortschaften, die angrenzen an diese Stadt. Und deswegen sollten wir dann, aber natürlich auch in der Haushaltsdebatte daran denken, dass es da eben nicht nur so übrig gebliebenes Geld, sondern dass es richtig eingeplantes Geld für diese Programme weiterhin gibt. Vielen Dank. So wird weiterhin das Wort gewünscht, Herr Genschmer. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir werden den Antrag der CDU-Fraktion sehr gern und aus tiefster Überzeugung zustimmen, möchte bloß darauf hinweisen, wir haben als Stadtrat, und ich denke, es wird auch hier wieder einen breiten Konsens geben für diesen Antrag, 2014 beschlossen, den Bahnhofsvorplatz in Niedersedlitz zu sanieren. Bis heute ist nichts passiert. Wie gesagt, wir hatten vor uns die Aktuelle Stunde zum Thema Bürgerfreundlichkeit. Ich denke, der Antrag der CDU ist auch durch Kontakt mit Bürgern entstanden. Gut, dass der Stadtrat solche Themen aufgreift, aber wenn dann die Umsetzung mehrere Jahre, wenn nicht zwei Jahrzehnte, dann dauert, dann entsteht Frust. Aus dem Grund hat es mich noch mal motiviert, hier vorzukommen, weil gesagt, von uns Zustimmung, aber wir müssen natürlich auch, ähnlich wie es Frau Abelt gesagt hat, dranbleiben und die Umsetzung dann auch einfordern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht kommen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja. 66 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen.